Videospiele bieten einen fantastischen Ort, wo du Spaß haben und zumindest eine Zeit lang der Realität entfliehen kannst. Ich habe tolle Neuigkeiten für alle Fortnite-Fans. Es gibt echte Orte, die du besuchen kannst und dich fühlst, als wärst du im Spiel. Und falls du jetzt denkst, hä, was ist denn Fortnite? Lass mich dir eine kurze Einführung geben. Fortnite ist ein Videospiel, das sich in eine Welt mit nur wenigen Überlebenden entführt. Du bist einer der glücklichen 2% und deine Mission besteht darin, dich selbst und andere vor Zombies zu beschützen und eine neue Zivilisation aufzubauen. Einige bekannte Locations aus dem Spiel kannst du auch im wahren Leben besuchen. Beginnen wir mit einem der kultigsten Orte. Nummer 8. Die Battle Royale Insel. Interessanterweise sieht die ganze Fortnite-Welt irgendwie wie ein real existierendes Land aus. Hier, gleiche doch mal diesem jedem Spieler bekannten Umriss mit deinen Geografiekenntnissen ab. Sieht das nicht wie ein bestimmtes Land aus? Kleiner Tipp, es liegt in Osteuropa. Und das Land ist Polen. Schaut man sich beide Karten nebeneinander an, gibt es ganz klar Unterschiede. Aber diese Ähnlichkeit des Umrisses ist schon verblüffend. Durch beide Länder fließt mittig ein Fluss. Der echte Fluss in Polen heißt Weichsel und ist der längste und größte Fluss in diesem Land. Selbstverständlich ist er nicht annähernd so gefährlich wie der Fluss in Fortnite, den zu überqueren eine wahre Herausforderung darstellt. Schaust du dir eine Karte von Polen genauer an, wirst du weitere Gemeinsamkeiten mit Battle Royale entdecken. In der Mitte befindet sich vorrangig Grasland. Im Osten und Westen liegt Gebirge und die Hauptstadt liegt am Fluss. Ein auffälliger Unterschied ist, dass Polen derzeit noch keine Wüste zu bieten hat. Es ist also quasi Fortnite, bevor der Meteor eingeschlagen ist und alles in das verwandelt hat, was es jetzt ist. Nummer 7. Der Uhrenturm. Jeder normale Fortnite-Spieler war schon mal in Tilted Towers. Das ist die größte Stadt in dem Spiel. Es hat große Gebäude, etliche Autos und erstaunlich viele Einwohner für eine postapokalyptische Welt. Einige Spieler vergleichen Tilted Towers mit New York, aber das scheint mir nicht ganz korrekt zu sein. New York ist sehr viel größer. Wie auch immer. In Tilted Towers gibt es jedoch ein Wahrzeichen, das von der echten Welt inspiriert wurde. Es ist der vermutlich berühmteste Uhrenturm auf der ganzen Welt. Big Ben. Ein kleiner Fun Fact. Big Ben ist in Wahrheit gar nicht der Name des Turms, sondern nur der Glocke darin. Auf jeden Fall muss dieser extrem beliebte Touristenmagnet in England den Uhrenturm in Fortnite inspiriert haben. Falls du daran zweifelst, weil sie sich architektonisch gar nicht mal so ähnlich sehen, hör dir das an. Der echte Big Ben neigt sich, auf Englisch Tilt, aufgrund seines instabilen Fundaments zu einer Seite. Tatsächlich gibt das Anlass für große Sorgen in der Londoner Regierung und Gesellschaft. Na, verstehst du das Wortspiel? Ein sich neigender, also Tilting, Uhrenturm in Tilted Towers. Die Spielentwickler haben scheinbar Spaß an versteckten Bedeutungen. Nummer 6. Loot Lake. Loot Lake ist ein Ort, der bis zur 6. Season im Allgemeinen unbeschädigt blieb. Dort stand lediglich ein einsames Haus, bis Kevin, der lila Würfel in den See tauchte, wieder an die Oberfläche kam und das Haus mitnahm. Dadurch entstand mitten im See ein riesiger Strudel. So verrückt es auch klingt, es gibt auf der Erde einen Ort, der fast genauso aussieht. Es ist die Covão do Conchos Lagune in den Bergen des Serra da Estrela in Portugal. Sie sieht aus wie ein Tor in eine andere Dimension. In Wahrheit ist es aber nur ein 1955 von Menschenhand geschaffener Teil eines hydroelektrischen Staudamms. Ich finde es spannender, mir vorzustellen, es wäre das Reich eines gefährlichen Seemonsters, wie in der Odyssee oder ein Portal zu einer anderen Welt. Hey, was soll ich sagen? Ich habe halt eine blühende Fantasie. Nummer 5. Die Wailing Woods. Genauso wie Loot Lake waren die Wailing Woods bis zur 6. Season nicht gerade interessant. Dann tauchten Hütten, ein Labyrinth und ein unterirdischer Bunker im Wald auf. So wurde der Ort für Spieler weitaus spannender. In Schottland gibt es einen echten Ort, der den Wailing Woods verdammt ähnlich sieht. Niemand weiß, ob dort auch ein Bunker verborgen ist. Vielleicht solltest du hinreisen und es herausfinden. Nummer 4. Dusty Divot. Dusty Divot hieß ursprünglich Dusty Depot und diente als eine Forschungseinrichtung der Regierung. Dann schlug ein Meteorit ein und veränderte die Umgebung komplett. Daher haben wir nun Dusty Divot und gemäß der Story des Spiels dauerte es Jahre, bis sich dort wieder ein wenig Vegetation ansiedelte.
Jeder Fortnite-Fan kennt diesen Krater und den Imbiss nebenan. Willst du das reale Pendant besuchen, musst du nach Arizona fahren. Im Norden Arizonas gibt es einen fast genauso aussehenden Krater, der ein Nationaldenkmal ist. Im Krater gibt es nur wenig Vegetation und am Rande steht ein Gebäude, das wie das Dusty Diner aussieht und zu dem eine Straße führt. Nummer 3. Pleasant Park. Vöglein singen, die Sonne scheint, Eichhörnchen und Hunde laufen herum und die Kinder lachen. So stellen sich die meisten Leute etwas vor, das Pleasant Park genannt wird. Nun ja, in Fortnite trifft das so nicht zu, denn Pleasant Park ist eher ein Kriegsgebiet. Ja, darin gibt es nur rein gar nichts Erfreuliches, aber vielleicht ist das die Ironie daran. Aber du kannst beruhigt sein, der zugrunde liegende Park ist das komplette Gegenteil. Mount Pleasant Park in Vancouver, Kanada liegt in einer familienfreundlichen Wohngegend und dank des perfekten Klimas ist er das ganze Jahr über schön grün. Was haben die beiden Pleasant Parks also gemeinsam? Sie sehen ziemlich identisch aus. Abgesehen davon, dass da, wo im Spiel ein Footballfeld ist, im echten Park ein Basketballspielfeld existiert. Nun hast du also einige Orte rings um den Globus gesehen, die die Fortnite-Entwickler inspiriert haben. Epic Games ging aber noch weiter und verschob die Grenzen zwischen diesen zwei Welten. Das Motto der fünften Season lautete: Welten kollidieren, und sie platzierten bekannte Objekte aus dem Spiel an realen Orten, wie zum Beispiel Nummer 2. Loot Llamas. Im Spiel sind Loot Llamas oder Llama Piñatas mit Helden, Überlebenden, Waffen, Fallen und wichtigen Ressourcen gefüllt. Jeder Spieler freut sich, eine davon im Spiel zu finden, aber stell dir die Freude vor, sie im wahren Leben zu entdecken. Dieser Traum wurde 2018 wahr, als 7 gigantische Metall-Llamas in Paris, Köln, Cannes, Warschau, Barcelona und London entdeckt wurden. In London standen sogar 2 Llamas. Das berühmteste steckte halb in einer der kultigen roten Telefonzellen. Das war definitiv ein großartiger Marketing-Gag von Epic Games. Nummer 1. Der Burger. Eines der wichtigsten Symbole von Fortnite ist Der Burger in Greasy Grove. Es ist eine Fastfood-Restaurantkette mit dem Maskottchen Beef Boss. Die Spieler waren wirklich traurig, als es in der 6. Season abgeschossen und in der 7. Season von Eis bedeckt wurde. Zum Glück eröffnete Der Burger einen Imbisswagen in Retail Row. Na, wie auch immer, das alles fand nur im Spiel statt. Im Jahr 2018 flippten Fortnite-Fans allerdings komplett aus, als ein Hobbyfotograf Bilder eines gigantischen Dörr-Burger-Kopfes umgeben von Warnschildern in der kalifornischen Wüste postete. Ein paar eingefleischte Fans pilgerten sofort dorthin und stellten fest, dass neben ihm auch noch ein Polizeiauto stand, das exakt wie in Fortnite aussah. Außerdem stand ein Agent in der Nähe und befragte die Besucher zu der Anomalie. Als die Befragung beendet war, erhielten die Besucher eine Visitenkarte mit einer Nummer. Rief man dort an, erhielt man Koordinaten. Wer hätte gedacht, dass man im realen Leben so viel Spaß haben kann? Hey, geh noch nicht weg! Ich habe noch einen Bonus für dich. Falls du dich jemals gefragt haben solltest, ob dir ein Videospiel im realen Leben helfen kann, höre dir diese Geschichte aus Ohio an. Eine Schülergruppe machte gemeinsam mit ihrem Lehrer ein Foto und schrieb eine Wette an die Tafel. Wenn ihr Foto es schafft, 6700 Mal geteilt zu werden, gewinnen die Schüler. Du willst wissen, was der Preis war? Nun, der Lehrer versprach, die normalen Prüfungsfragen in Fragen über Fortnite umzuwandeln. Und da der Tweet viral ging und über 30.000 Mal geteilt wurde, brauchte der Lehrer die Hilfe der Spieleentwickler, um neue Prüfungsfragen auszuarbeiten, denn er hatte die Wette verloren. Also, bist du auch ein Fortnite-Fan? Was ist dein Lieblingsort in dem Spiel? Erzähl es uns in den Kommentaren. Gib dem Video ein Like und teile es mit deinen Freunden. Abonniere unseren Kanal und komm zu uns auf die Sonnenseite des Lebens.